Wir haben jetzt im neuen Programm wieder Hunde drin, ne? Und wenn die Hundebesitzer gehen, dann sprechen die ja miteinander. Was ist das für eine Kleine? Was ist das? Ist das eine Babybell? Das ist ein Taschenhund, ne? Da ruft noch nicht Fass, wenn du in der Tasche hast. Und wer ist das? Das ist der Sohn von der Hektor, Hektor 2. Warum hieß denn noch ein Hektor? Ja, weil der an der Hecke eine Tor pinkelte. Da müsste doch unsere Couchtisch heißen. Damit der Hunde musste gehen, ne? Und das sind so Floskeln, man sagt ja bei uns, guck, wo du gehst, sonst siehst du, wie es dich geht. Ne, so Floskeln hat man ja im Alltag, die du brauchst, ohne drüber nachzudenken. Ne? Du sagst zum Beispiel nach dem Mittag, ich schau mir auf das Ohr. So, da hau ich in die Fresse. Ne? Ich glaube, heute wird es noch lustiger, Harald. Ne? Obwohl hier Publikum, ihr seid eigentlich schon zu intelligent für Poker. Gestern waren Dövere da. Ne? So, ihr braucht man so Floskeln, auch wenn du zum Beispiel irgendwo zu Besuch bist. Ne? Kommen Sie rein, sagst du als erstes, ist einer da? Ja, wahrscheinlich, sonst hätte ja keiner aufgemacht. Ne, und der dich, de, oh, ist aber schwer, ne? Viel D. Der dich, de Tür aufgemacht hat? Der sagt als erstes, bist du? Ne, ich. Ah, da habe ich mich vertan. Zieh dich aus, aber nicht ganz, ne? Oder häng dich auf. Meine Schwiegermutter, die nie einen Witz versteht, hat da drinnen einen Spaß gesehen. Und das war ernst gemeint, ne? Denn da müssen Sie auf den Unterschied achten, wenn man sagt, zieh dich aus, wenn Frauen einen Mantel abnehmen und Männern. Frauen haben schon einen ganz anderen Griff, ne? Ha, das ist aber ein Feinstöffchen. Da hat dein Mann sich aber was kosten lassen. Hatte der was gut zu machen? Das könnte bei mir allein mit einem Mantel nicht schaffen. Das müsste schon Gucci sein oder Gabbana, ne? Männer nehmen Männern ganz anders so Mantel ab. Trinkst du auch eine klare bei ihr Bier. Und wenn Frauen reinkommen, die setzen sofort das Gespräch fort. Ich will nicht sagen, die halten sie am Mullen, aber die setzen das Gespräch fort. Ist einer da oder sind wir unter uns? Nee, wir sind heute unter uns. Ja, waren wir gestern auch. Ja, wenn man nicht hört, ist es lustig, ne? Wenn man nicht sagt, merkt man es ja nicht, ne? Ja, das Beste ist, man bleibt unter sich. Man kann sich ja ans Besuchen, dafür braucht man sich ja nicht die Tür einzulaufen. Die Tür einlaufen, war das ein Blödsinn, ne? So was tue ich ja nicht in der Maschine, ne? Ja, wenn was einläuft, das gibt Ärger, ne? Vor allem, wenn du als Mann was gewaschen hast, was eine Frau wichtig ist und das läuft ein. Da kannst du laufen, ne?
Mach keinen Witz, indem du sagst, hier, du kannst jetzt bloß mit der Barbie tauschen. Oder ich sage, meine Frau, das ist aber eine große BH. Das ist keine BH, das ist eine Top. Ja, das ist eine Top mit zwei Knödeln. Ne? Und einlaufen, das ist ein sensibles Thema. Ich wollte das anfangs ja nicht anschneiden. Hier, die Frau von der Harry, sind zwei Strings eingelaufen. Und wenn Strings einlaufen, ist es Strungs. Und der Harald, der ist aber so, ja, Knie, also sparsam, ne? Der hat gesagt, du werfst sie nicht weg, dann mache ich mir Schuhriemen drauf. Denn ich wusste das ja, Janne, wie der eben kam, ne? Ich sag, du hast schöne Schuhe an. Ich sag, aber die Riemen sehen aus wie durch die Futter gezogen.